Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Odinmal Shoppen. Ich habe nämlich noch zwei Sachen geholt. Oh, fuck it. Ich habe einmal für meine Tochter, für die Schule, so einen Pelikanfüller. Nee, Pelikan ist das nicht. Herrling oder so. Geholt, so einen Schreiblernfüller mit gummiert. Den sie davor hatte, war nicht gummiert, das war von Schneider. Den habe ich aber jetzt nochmal gekauft gehabt. Und jetzt halt den. Und gleich halt noch ein Packen Patronen. Und die Patronen passen auch, kann ich euch mal zeigen, die passen auch in den Schneiderfüller. War mir halt wichtig, dass ich nicht fünf verschiedene Patronen oder drei verschiedene Patronenarten habe, sondern ein und dieselben immer hole, und die passen dann bei Bienenfüllern. So, dann haben wir hier das große noch. Da machen wir erstmal hier oben den ab. Von VCM. Und es ist diesmal, was selten vorkommt bei mir, nicht von Amazon, von VCM. Das habe ich mir bei eBay bestellt. Das sind 10 Klappboxen, also Faltboxen, Naturweiß. Habe ich bezahlt für 10 Stück. Wieso steht denn hier kein Preis? 5 Kilo. Hier steht kein Preis, aber waren 19,99 oder 19,95. Das weiß ich jetzt nicht mehr so aus dem Kopf. Wenn wir das mal aufmachen. Ich habe mir nämlich auch bei eBay 2 Schränke für das Schlafzimmer geholt. Die habe ich so eine Art L gestellt, und einer ist hinter dem Vorhang und so. Das werde ich euch demnächst auch noch mal zeigen. Und da ist für einen Schrank, der draußen ist, also der andere ist ein bisschen ist hinter dem Vorhang versteckt, da kommt dann so mein Technikzeug, Kabelei und ja, alles Mögliche, was ich hier so einzeln rumfliegen habe. Und Playstation-Zeug, also ich habe ja Haufen, ich habe ja noch ein paar Ladestationen und hast du nicht gesehen. Und da kommt das dann alles hin. Und da habe ich mir jetzt hier welche geholt. Ich werde euch den Link auch unten drunter klatschen. Wir werden auch gleich mal eine auspacken. So. Müssen wir erstmal nachzählen, ob es wirklich Zähne sind. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, und das ist die 10. Ich werde euch mal nach unten machen. Dann seht ihr, das ist, steht hier auch die Maße. Ja, hier steht die Maße. Also vorne 27, nach hinten 27, hoch 28. Aber auf der Seite stand eigentlich 28, 28, 28. Da muss ich bei Amazon nochmal gucken. Ich werde euch auch noch einen Link mal drunter packen. Ich habe auch noch andere Faltboxen gefunden. Die werde ich mir als nächstes holen. Die sind dann halt nicht, dass ich gerade Falsches sage, so. 27 und dann, warte, ich packe mal eine aus. So. Dann könnt ihr das mal so sehen. Das ist jetzt eine relativ kleine. Hier soll dann halt Putzzeug, Lappen, Fit, Arzneizeug drin, dass das in dem Schrank ist. So. So, dann werde ich mal nach vorne machen. Hier ist das Loch, wo wir dann rausziehen können. So, und das ist 27, nach hinten 27, also hier. Und hoch ist es 28. Ich werde euch das mal so zeigen, dann könnt ihr das sehen. Und ich habe auch noch welche gefunden, die ich mir als nächstes holen werde. Die sind dann 33, 33, 34, glaube ich. Aber reicht doch eigentlich von der Größe locker aus. 2 Stück nebeneinander, weil die Schränke sind etwas breiter. Und 33, 33 hätte ich nicht hingekriegt. Also 2 33er nebeneinander, aber 2 28er oder 2 27er passen nebeneinander, aber mehr auch nicht. Und da kommen dann halt 2 nebeneinander. Sind 5 Regale, und die obersten 4 werde ich voll machen. Also 2, 4, 6. Dann habe ich noch 4 übrig. Ne, waren mehr. 2, 4, 6, 8. 8, genau, 2 habe ich übrig. Die kommen in den anderen Schrank. Und unten lasse ich frei, da kommt dann Wasser rein. Und 2 Sixer Wasser oder 3 Sixer Wasser müssten da drin passen, nach vorne kommt. Und dann steht das nicht im Flur oder irgendwo rum, dann steht das da unten im Schrank. Ist halt so ein offener Art Bücherregal. Und kostet auch gar nicht mal so viel, der Schrank. Was habe ich bezahlt?
33 oder 32, noch was habe ich bezahlt? Ich werde euch den mal unten drunter verlinken. Da kommt denn demnächst noch ein Video zu. Da habe ich mir erst einen gekauft und danach den Monat habe ich mir noch mal einen gekauft. Da wollte ich eigentlich ein Video machen, aber der kam an, war schwer. Den hat der DPD-Mann gleich ins Schlafzimmer gebracht. Und dann habe ich das Ding da auch gleich aufgebaut. Da habe ich gedacht, machst du mal später ein Video, wenn alle aufgebaut sind, weil ich wollte ja noch sowieso noch einen zweiten holen. Dann seht ihr das mit dem Vorhang, wie das meine und warum und weshalb. Kann ich euch dann alles besser erklären. So, das war es jetzt aber auch schon für dieses Video. Ich verabschiede mich. Ahoi, sagt euer Odin.